Jo Leute, willkommen zurück zu Evolve Stage 2 Phase 2 und dabei ist der Jan. Back. Fly. Hi. So. Hallöchen. So, ich spiel Sunny. Ich spiel Imet. Meine Zuschauer haben von mir zumindest noch nichts von Evolve gesehen. Da hinten. Ist so ein Team-Game. Also man spielt gegen einer spielt das Monster. Aber ich spiele es einfach mal eine Runde, ohne dass ich groß erkläre. Also hier im Germanischen jetzt das Monster. Ja, mach mal. Tu dir keine Sorgen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Mit drei? Ja, ist okay. Danke. So. Und ab. Jetzt kannst du ein bisschen rumfliegen. Ihr könnt es töten. Ja, ich sag mal, er wird nicht gleich hochkommen. Kann nicht, ja. Und wenn er dazu kommt. Wenn er die Dinger nicht gut macht, halten und dann die Tür raushauen, dann heilt es dann mit so AE-mäßig, alle die da in der Range stehen. Aber der Typ, der stellt sich krass gut an. Ja, irgendwie weiß der nicht, was er tut, glaube ich. Nee, gar nicht, ja. Gar nicht. Wobei der Crow hält ihn gut zurück, also. Ja, ein bisschen ballern kann ich auch. Er hat jetzt so einen Dot von mir, weil ich den Gift-Perk dabei habe. Alles gut. Das ist eine super Folge, weil ich einfach mal nach 5 Minuten. Nee, okay, dann wird es gleich tot. Ja, ich sag mal so, Sunny mit ihrem Nuklearwerfer, der ist, ist richtig geil. Der kommt auch nicht weg. Ja, der rennt weg. Der rennt gar nicht weg, ne? Der will raus, oder? Nee, der kommt nicht raus. Also da hinten kommst du nicht raus. Du musst aber aufpassen auf die Venus-Dingen fallen, die hier überall rumliegen. Wenn du da drauf trittst, dann bist du gefangen, da kommst du alleine nicht raus. Ich erinnere mich, ja. Komm schon, Snipe! Tot! Sense! Spiel, ja, das war mal. Das war mal schnell. Jo. Okay, coole Runde. Wollen wir eine zweite dranhängen? Wir hängen jetzt eine zweite einfach dran, das ist ja sonst voll für nah. Ja, gut, dann schneiden wir aber hier, würde ich sagen. Jo, genau. Das heißt, schneiden, dann mache ich jetzt einfach mal ein Ende. Jo. Sich an mich erinnert, nicht an diesen miesen. Und los, dann sag ich mal Hallo. Filmen. Herzlich willkommen zu Evolve. Ich spiele hier nicht allein, ihr kennt vielleicht Evolve. Wir sind zu zweit. Stell dich doch bitte mal vor. Klein Evo, Hallöchen. Hatten wir nicht gesagt, wir machen eine zweite Runde hinten dran? Ja, kann man ja schnell auch ausschneiden. Hab mir gedacht, ich mach das jetzt aber einfach mal. Entschuldigung, vielleicht hab ich auch gar nicht gedacht. Ja, kein Thema. Ich sortiere mal im Nachhinein ein bisschen aus. Da, ein Mammut. Okay, wir dürfen jetzt zu viert mit zwei Randoms Monster jagen. Zwar einen Kraken. Was das ist, so ein Kraken. Das seht ihr gleich. Hoffentlich, wenn ich keinen Scheiß baue. Ja. Wenn du Tab drückst, dann hast du die Map. Da siehst du bei mir. Stimmt. Rechts oben. Da oben. Dip. Ich kann den. Ah, okay. Ah, ich habe jetzt Rocket King im Perk, das heißt, ich bin relativ schnell. Okay, da haben wir einen. Okay, dann hole ich jetzt mal meine Heil-Dingsies raus und schmeiß die euch um die Ohren, wenn der Typ nicht stirbt. Und Hallöchen. Große elektrische Ladung registriert. Ja komm, Alter, ich kann dich nicht fünfmal heilen. Was bist du denn für ein Typ hier? Das sind Bojen, ne? Das sind ja, keine Granaten. Auf ihn drauf und mit 4 aktiviere ich die dann. Also 3 Stück hast du davon maximal. Ich hab das Ding. Erledigen wir es. Ja klar, ich guck halt, der will halt den Damage-Dealer weghauen. Dann kann ich dem Damage-Dealer hinterher und werf den mit Bojen tot. Ups. Macht nix, kann mich ja selbst heilen. Das kriegst du nicht geheilt. Das, was der Blitz. Ich heile ihn doch schon gut. Ja, aber er geht auf mich. Oh.
100% Damage Dealing. Wieso geht er jetzt plötzlich auf dich? Damit komme ich nicht weil klar. Weil er doof ist. Jemand verletzt? Und ich bin gleich down. Nee, nee, auch nicht. Doch. Oh no. Ist gut. Und tot. Nein, alles gut. Wunderbar. Ganz so, oder? Jo. Ach, man kann mich aber aufheben, zum Glück. Mein Heilungsfeld ist bereit. Mach erstmal Damage. Und heil dich mal selbst. Ging nicht mehr. Verstärkung im Anflug. Du kannst schon das Scoreboard eigentlich. Sowas ähnliches gibt es ja. Okay, wir sind beide tot. Er lädt sich auf. Ah, okay. Ja, aber wir respawnen ja direkt. Ja. Ich wusste jetzt nicht, ob ich jetzt schon dieses Ding, diesen Respawner. Ne, okay, wir sind ja drunter. Immer sofort machen. Also, sobald du den machen kannst, kannst du den setzen. Wieso rennt der weg? Ich kann den doch nicht heilen, wenn der wegrennt. Weil der Kraken relativ starken Flächenschaden macht. Ja, aber der Typ ist gerade irgendwo durch das Ding gerannt. Also, der ist wirklich weggerannt von den Bojen. Die Bojen im Kampf zu sehen ist ziemlich schwierig. Und ich sag mal, wir spielen halt nicht gerade mit den Oberpros hier. Ach, scheiße, die Minen sind so OP, ey. Aufpassen. Ja, wir sollten mal uns eventuell neu formieren. Also, es wird wieder so ein 10.000 plus Heal am Schluss, was da rauskommt. Wenn du gut bist, ja. Ja, mindestens. Also, in E-Mail tau ich richtig viel drauf. Ach scheiße, der entwickelt sich. Das Monster hat sich entwickelt. Oh, wunderbar. Das Monster hat Phase 2 erreicht. So, dieses komische Gewellte ist ein Sound. Versuch mich aufzuhalten! Oh Mann! Hey, ich hab Rocket King dabei und trotzdem dauert das so gefühlt so ewig, bis ich mal meinen Boost auflädt. Ja, das ist echt so. So kämpfen wir, ohne verletzt zu werden. Okay. Wo ist der? Oh Mann, der Damage Dealer hängt wieder in der Ecke rein, ey. Das ist so kotzen. Das Ding ist festgelagert. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Komm mal dich erstmal, dass du am Leben bleibst. Seil gekappt. So. Hey, helft mir auf! Oh shit. Der Himmel öffnet sich! Du kannst auch eine Boje direkt neben einen kaputten schmeißen, dann heilt er sich hoch, dann steht er von alleine wieder auf. Dann brauchst du nicht hochheben. Okay, habt den Spawner gesetzt? Ja, den kann er aber zerstören. Ich halte ihn am Leben, komm. Der Typ, der auf dem Boden liegt. Ich krieg den nicht tot, niemals. So, zack. Ohne mich schafft ihr das Biest nie, helft mir! Mein Heilungsfeld ist bereit. Kein Problem, Supporter. Ja, und Assault steht wieder. Ich sag doch, du jetzt ist er weg. So ein böser, ey. Feuern, Zielen, Ziel. So, dash ich mal nach vorne. Blitzmonster, mach das. Ja, aber der Typ ist selbst schuld. Der ist von der anderen Seite allein rein, ne? Ja, das Problem ist halt, dass Assaults relativ hemmungslos reingehen und gerade den Panel spielen sie alle relativ aggressiv. Da musst du aber halt extrem mit aufpassen, weil der sich selbst schädigt. Mit seiner Fähigkeit. So ein Sack. Okay. So what? Okay, den habe ich nicht gesehen. Na komm, Paladin, keine Ahnung. Oh shit, voll reingesprungen. Kein Problem, ich werfe ein paar Pylonen zu euch vor. Ja, das Problem ist halt, ohne den Assault machen wir nicht genug Damage. Hier einmal den Bonus mitnehmen. Damit siehst du. Jetzt jeder die Perks? Den Bonus oder die Perks? Die Perks, die man aufsammelt als Bonus. Nee, die musst du aufsammeln. Also, wir könnten auch 4 unterschiedliche einsammeln. Aber du kannst dir theoretisch den gleichen nehmen wie ich. Kuppel bereit. Xbox Live Gold war das normale Evolved Gold Edition oder so.
Für umsonst Gold-Mitglieder? Das weiß ich gar nicht. Das ist so komisch. Im Vergleich zu dem hier. Mein Heilungsfeld ist bereit. So ultra komisch. So ein seltsames Spiel. Ja, gut. Oh, oh, der ist schon Stufe 3, hä? Nee, ist er nicht. Ich hab Sichtkontakt zum Ziel. Noch ist er keine 3. Gute Augen. Heilungslanze gesetzt. Heilungslanze gesetzt. Noch ist er keine 3. Das hörst du. Das wird auch angesagt. Moment, ich hau ein paar in die Kuppel. Durch die Kuppel? Stimmt, oder? Du kannst nicht von außen reinschmeißen, nein. Und du kannst von außen, von innen halt auch nicht rein, raus. Wow. So, komm mal hier runter. Ach, shit. Ah! Aufpass jetzt. Ja, ich weiß. Ich komme hier aber nicht weg. Der Fokus mich. Ja. Keine Chance. Ach, das ist doch Blödsinn, der... Hau doch ab, du Idiot, und mach Damage. Jemand verletzt? Mein Heilungsfeld ist bereit. Explosiv! Was? Kannst du irgendwo deinen Respawn-Punkt aufsetzen? Jo, warte. So, dass er es nicht unbedingt sieht und rankommt. Jemand verletzt? Ah, kacke, hab mich untergebrochen. Untergebrochen. Ah, ich liege am Boden, scheiße. Landungsschiff-Timer erhöht. Komm her, Beste. Aufpassen, Leute, Blitze! Okay, und jetzt weg mit dir. Helft mir, ich kann helfen! Shit. Ich kann mich nicht bewegen, Hilfe! Komm schon, steh auf. So, und weg mit uns. Drauf geschissen. Solange du lebst, haben wir eine Respawn-Zeit von 20 Sekunden. Es ist wichtig, dass du überlebst. Du musst abhauen. Jetzt brauchst du nicht aufstellen. Nicht aufstellen. Egal wie lange. Ist er weg? Ja, ja, er ist weg. Okay. Heilungslanze! Ich hab schon versucht abzuhauen. Ja, ja, ist richtig. Ist richtig. Okay. Eigentlich müssen wir den schaffen, ey. Der ist jetzt sowas von fast tot. Jetzt ja, das Problem ist, er kriegt halt noch ein bisschen Health dazu, wenn er... Moment, warte. Wir müssen auf den... wer war tot? Denn der Soul warten. Das jetzt Monster ist er Stufe 3. In die Mitte. Oh, weh. Ziel hat Phase 3 erreicht. Oh nein. Na, das geht. Voll aufgeladen. Das geht. Also ihr müsst wissen, das Ding kann dreimal die Wolfen. Zweimal, also von Stufe 1 bis 3 und dann kannst seine Skills Level doch so ein bisschen stärker. Und dann hat's ein Ziel sozusagen, es soll die Stromrelais zerstören. Ich meine, das ist ja im Prinzip die Story. Da ist er. Schaltet den großen Bastard aus, wir schaffen das! Wenn die Zeit im Übrigen abläuft, haben wir gewonnen. Das ist höchst befriedigend. Und nicht Domen, wenn er kommt, nicht Domen. Ja. Aber das macht sowieso jetzt einer der Idioten. Ja, ich glaube, das wird keiner machen. Oh, ich geh drauf. Oh nein, du bist auf der anderen Seite! Ah, ich geh drauf. Ah, war klar, dass irgendein Idiot ihn daumt. Hat er's gemacht, ja? Ah, ja, ja, klar. Geh unter, unten in einen der Tunnel rein und, stell da die Boje auf. Feuern, ja, der wird dich fokussen. Da, und jetzt einfach aufstellen. Und raus wieder. Raus wieder mit dir. So. Haben die das irgendwann mal angehoben auf 30 Sekunden? Mein Heilungsfeld ist bereit. Also ich kann da nicht gegenhalten, ja? Nein, nein, du kommst da nicht gegen an. Das ist unmöglich. Das schaffst du nicht. So. Du musst jetzt aber... Ihr müsst nur 10 Sekunden überleben jetzt noch. Dann sind wir wieder da. 8, 7, 6... Zur Not lass dich killen. Lass ihn down gehen. Lass ihn down gehen. Nicht heilen. Schade. Ja, ihn wollte ich eh nicht heilen. Ich wollte mich selbst heilen. Stromrelais-Schild voll aufgeladen. Oh nein, jetzt muss ich überleben. Ah, scheiße, du gehst down. Das schaffen wir nicht. Komm mal runter hier. Also ich lebe noch. Ja, dann hau ab.
Hopp! Mach, dass du wegkommst. Okay, hier hin. Hier hin. Wir bleiben hier. Nichts machen, wir haben ihm Damage gedrückt. Wir haben ihm Damage gedrückt. Alles gut? Ja. Stell dich mal bitte irgendwo unter. Also irgendwo da drüben, so in das da rein. Ich soll campen. Ich würde darüber gehen. Okay, er muss gerade sowieso fressen. Okay. Ja, kannst auch da reingehen. Er kommt zu mir. Sehen. Ja, also er hat. Okay. Ja, da ist er. Ich schieß auch gerade auf ihn. Also drauf schießen kannst du, aber. Draufgeschossen, moin. Ja, er kommt. Jeder kriegt mal eine Lanze in die Nähe. Mein Heilungsfeld ist bereit. Okay, er ist oben. Kannst wieder in den Tunnel rein. Rakete abgefeuert. Und von da aus einfach heilen permanent. Nee, da komm ich fast nicht gegen an, ey. Boah, das ist so heftig. Ja, ich sag mal so, er kann sich Leben halt nicht hochheilen. Er kann sich nur die Panzerung wieder hochheilen. Shit, ich geh down. Setz. Komm, Panel, das schaffst du. Du musst die Boje setzen. Ja. Warte. Zack, okay. Erledigt. Ja, wir drücken ihn auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden. Du musst neu setzen. Kuppel bereit. Ach nein! Ja, du musst irgendwo in den Tunnel kommen. Das, hab ich doch schon, da steht doch schon eine. Nein! Die hat er kaputt gemacht. Nein! Shit, damit war's das. Damit war's das. Also ich habe eine gestellt. Ich weiß nicht, ob die mich kaputt gekriegt hat. Ja, hat er. Siehst du oben links am Timer. Aber ich hatte eh noch Cooldown, also ich konnte ja nichts machen. Nee, bei sowas einfach abhauen. Mit Emmett geht's einfach nur darum zu überleben. Was ist das denn für ein Idiot? Der versucht jetzt alleine gegen den Kraken 3 zu gewinnen. Ach, Idiot. Jetzt will ich aber wissen, was ich geheilt habe. Interessiert mich. So, geheilt. Wo steht's denn? Das kommt drauf an. 50.760. Ja, nicht schlecht. Kriegt man mit anderen Heilern irgendwie nicht raus, ne? Na, kommt drauf an, wie gut du so spielen kannst. Slim heilt im Normalfall mehr. Naja, gut. Okay. Gut, War spannend, finde ich, ey. Und 15 Minuten, das war eigentlich eine recht lange Runde auch. Ja, war sie auch. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's. Schöne Runde. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Link zu seinem Kanal ist bei mir auf dem Kanal oder unten in der Videobeschreibung zu finden. Und ansonsten viel Spaß. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's gut und umgekehrt.